Oelsnitz statt Olympiastadion. Ex-Nationaltorhüter Frank Ross zog die Landesgartenschau der Berliner VIP-Tribüne vor. Natürlich ein Heimspiel für den Sachsen, der das Bad in der Menge genoss, seine gärtnerischen Fähigkeiten aber relativierte. Im Beet hocken ist nicht so mein Fall, aber ich bin Rasenfetischist. Schon mal nicht nur, weil ich das jahrelang beruflich auf dem Rasen stand, sondern im Garten mag ich auch gerne, wenn der Rasen ordentlich aussieht. Und so war der einstige Keeper der Extraklasse bei den Kollegen von NDR1 Radio Sachsen heute auch eher als Pokalexperte gefragt. 1999 hatte er mit Werder Bremen den Pott geholt. Ost damals der Held im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Du kannst Erinnerungen, alles Mögliche behalten, aber das brennt sich wirklich fest, also solche Erlebnisse. Rost gold an, meine Damen und Herren, schießt und verladen! Rost verwandelte seinen Elfer sicher gleich danach die Entscheidung im Duell mit Lothar Matthäus. Lothar Matthäus schießt und da ist er! Vorbei! Aus, vorbei! Bremen ist Pokalsieger! Man kriegt dann manchmal noch Gänsehaut und das ist aber schön. Das ist, wenn man schlechte Laune hat, dann denkt man mal darüber nach, dann kriegt man wieder gute Laune. In einer halben Stunde heißt es Dortmund gegen Wolfsburg. Und wie geht's aus, das Finale? Ja, alle spekulieren ja auf Dortmund. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Wolfsburg da eine gute Chance hat, auch das Ding mit nach Hause zu nehmen. Seinen Ruf hat er sich in Bremen auf Schalke oder beim HSV erworben. Rost, ein Typ mit Ecken und Kanten. Inzwischen ist er 41 und neudeutsch Privatier. Da wird es nie langweilig und man würde natürlich gerne im Fußball auch wieder mal irgendwann was machen, aber das hängt natürlich auch von vielen anderen Umständen ab. Der Fußball ist so diese Entwicklung High and Fire. Es gibt nur noch wenige Vereine, die da auch in vielen Positionen auch konstant sind. Frank Rost kann damit entspannt umgehen, denn wie gesagt, verbiegen ließ er sich nie.